Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einer kleinen Runde Minecraft Flash. Diesen Modus habe ich tatsächlich noch gar nicht auf meinem Channel gebracht, obwohl ich es in letzter Zeit recht häufig zwischendurch mal spiele und da sterbe ich auch schon gleich. Im Großen und Ganzen, wenn ihr es noch nicht kennt, das ist ein recht simpler Modus. Es ist Jump'n'Run. Nur hat man die ganze Zeit Schnelligkeit und Regeneration. Sozusagen Jump'n'Run auf Speed. Und ich bin gerade zu blöd, den ersten Checkpoint zu kriegen. Ja. Ah, weil man muss auch extrem spät erst abspringen. Und das ist dann alles ein bisschen nervig. An sich macht der Modus mir total viel Spaß. Und jetzt dachte ich mir gerade, komm, du hast jetzt schon länger kein Minigame mehr gebracht. Also warum spielst du dann nicht einfach mal Flash und nimmst es auf? Die Roleplay-Folge von Blocks Unlimited, die kommt auch noch. Keine Sorge, die ist in Arbeit. Problem ist nur, die Leute, die ich dafür brauche, zusammenzukriegen, wenn ich auch da bin. Das ist das Problem, wenn man selber arbeitstätig ist. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen zu blöd, diesen Sprung hinzukriegen. Oh Mann. Ey, es kann nicht wahr sein. Das ist auch so ein bisschen so ein kleiner Rage-Modus. Ich krieg diesen Sprung gerade nicht hin. Dass man da manchmal ein bisschen ausflippt, wenn man etwas nicht schafft. So. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten zu springen. Zum Beispiel so wie ich ins Nichts. Das ist ein sehr bekannter Sprung. Da seht ihr auch schon, der Nächste hat den zweiten Checkpoint erreicht. Ich hatte heute schon mal eine richtig gute Runde auf dieser Map, wo ich sogar gewonnen habe. Wo ich im Nachhinein dachte, verdammt, warum hast du nicht aufgenommen? Verdammt, warum spielt ihr gerade so gut? Kann mir jetzt mal einer verraten. Je nachdem, wie lang jetzt diese Runde wird, mache ich vielleicht auch eine zweite Runde hinten dran. Mal gucken. Jetzt erstmal. Ey, das kann nicht sein. Wie gesagt, Blocks Unlimited kommt auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht so nach dem Motto, es ist abgebrochen oder so. Nein, es kommt auf jeden Fall. Das sage ich euch, Leute. Dahingegen ist Minecraft Koja erstmal komplett auf Eis. Ich hatte Probleme mit Griefern. Und deswegen habe ich jetzt erstmal die Whiteliste sozusagen geklärt. Es kommt keiner rauf. Und bis auf mich und Leitara. Weil ich mir bei ihm zu 100% sicher sein kann, dass er es eben nicht war mit dem Griefen. Und so wie es jetzt ist momentan, macht es auch keinen Sinn. Ich muss mal gucken, ob ich da einen Restart mache oder ob ich was anderes mit dem Server mache. Das müssen wir alles nochmal gucken. Das steht in den Sternen. Das heißt, Koja kommt erstmal nicht. Beim Papa-Pack, naja, da kann ich mir momentan nicht so aufraffen, weil ich ja merke, dass ihr Blocks Unlimited wesentlich lieber guckt, das Roleplay. Sehe ich ja an den Klickzahlen. Und naja, dann nehme ich lieber das auf, was die meisten sich wünschen. Wenn ihr mal wieder Papa-Pack sehen wollt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann gehe ich da auch gerne drauf ein. Dann mache ich das auch mal wieder. Nur, ich hatte einfach das Gefühl, dass momentan nur noch einer sehen will, gefühlt, wenn überhaupt. Und dann macht es mir jetzt natürlich auch keinen Spaß. Ich kriege gerade diesen einfachen Sprung nicht hin. Oh Mann, das ist gerade richtig peinlich. Ach komm! Jetzt muss ich mir mal ein bisschen konzentrieren. Das ist auch gerade eine richtig spontane Aufnahme. Ich wollte heute eigentlich gar nicht mehr aufnehmen. Es ist jetzt auch tatsächlich schon 12:30 morgens. Und dementsprechend sind hier auch nicht die Mega-Pros bei. Klar, der eine ist schon bei Checkpoint 4. Aber das ist ein richtiger blöder Punkt in der Map. Der kann da auch wirklich noch stundenlang sitzen. Oder er beendet es gleich. Je nachdem. So, jetzt aber. Okay, jetzt konzentriere ich mich mal. Super konzentriert! Super! Mein Gott. Na komm, genau. Ja, zu früh abgesprungen. Das ist das Fiese. Man muss wirklich genau passend abspringen. Bin nur froh über diesen Instant-Killer. So. Genau. So. Genau. Genau. Okay. Bis hierhin geht es dann noch. Normalerweise geht man auch, glaube ich, nicht hier durch. Man muss, glaube ich, hier eigentlich durch die Mitte durch oder so ist es zumindest gedacht. Aber man kommt hier ja durch. Ja, okay. Der, der ganz vorne ist, hat keinen Bock mehr. Und ist mal eben gelieft.
es ist natürlich dann wieder für uns alles offen. Weil er einfach gelieft ist. Der war kurz davor, die Map zu gewinnen und lieft einfach, okay? Ja, okay, aber ich kann es verstehen, wenn wir noch so weit kommen bis zum Ende und der eine das nicht beendet, dann seht ihr auch gleich, warum er das wahrscheinlich nicht mehr machen wollte. Okay, es kann jetzt nicht sein, komm. So, dementsprechend ist für uns natürlich noch alles offen. Wenn der andere jetzt nicht das Spiel beendet, Mister, bin ich abgerutscht. Das ist aber auch richtig blöd. Ich vergesse immer, dass da diese Lücke ist. Dementsprechend muss man eigentlich so springen. Nein, und dann springe ich da direkt in die Mitte. Oh Gott, bin ich blöd. Ich muss auch sagen, diesen Spielmodus... Klar, viele sagen, sie spielen ihn nicht gerne, weil man dadurch das richtige Einschätzen im richtigen Minecraft nicht mehr kann. Da gebe ich denen auch durchaus recht. Ich habe das zwischenzeitlich, wenn ich sowas wie Jump League oder sowas spiele, wo man keine Geschwindigkeit oder so hat, dann kann man das nicht mehr richtig einschätzen. Dann denkt man, man fliegt immer so weit. Aber mir macht dieser Modus einfach Spaß. Und dann ist mir das auch relativ schnuppe, ob ich dadurch das richtige Einschätzen verliere. Das kann man sich nämlich, wenn man es wieder haben will, auch wieder antrainieren. Okay. Okay. Gut, gut, gut. Also wir holen gerade ein bisschen auf. Es kann natürlich sein, dass der eine jetzt wieder gleich im Ziel ist. Der ist nämlich schon beim letzten Checkpoint. Dadurch, dass der eine aufgegeben hat, haben wir natürlich mehr Zeit gekriegt. Weil ich glaube nicht, dass, oh Gott, wir es uns vorher geschafft hätten. So, und das hier ist jetzt wirklich, da seht ihr ihn vorne auch schon, der letzte Assi-Sprung. Ja, man muss erst hier so rumhüpfen, auf diesen Kristallen. Da seht ihr ihn auch. Und hier ist Sneaken wirklich sehr wichtig. Oh Gott. Ja, und dann fällt man da nämlich durch. Und dann muss man gleich, falls er es jetzt nicht, noch nicht schafft, hochspringen. Da kriegt man gleich einen Jump Boost. Und dann muss man wesentlich höher springen. Ja, das könnte uns jetzt gerade das Genick gebrochen haben. Obwohl, ich glaube, ich habe ihn da gerade gehört. Ja, er ist da noch. Gut, das heißt, er hat noch nicht den Jump Boost geschafft. Okay. Okay, er scheint auch Probleme zu haben bei diesem Part. Das könnte natürlich... Oh Gott, das haben wir jetzt gerade richtig gut geschafft. Oh, und das haben wir noch besser geschafft, okay? So, hier können wir natürlich noch oft genug sterben. So, jetzt kriegen wir nämlich einen Jump Boost, wie ihr seht. Ich muss nochmal gucken, wohin... Ach genau, dahin musste ich. Ah, Gott, das ist so assi, diese Stelle. Ohne Scheiß. Genau, da muss ich darüber. Und wie gesagt, da hat jetzt gerade eben gerade einer aufgegeben anscheinend. So. Nein! Und dann seht ihr, was passiert. Man springt einfach immer so dermaßen hoch. Oh, ist das gerade ärgerlich. Und diese Map habe ich tatsächlich beim letzten Mal gewonnen. Ich habe jetzt gerade einmal mich getötet. Aus dem einfachen Grund, mich da jetzt wieder rumzuarbeiten, hätte mir mehr Zeit gekostet. Wenn ich jetzt nicht so blöd wäre und hier mal wieder runterfallen würde. Anstatt einfach wieder von vorne anzufangen. So, okay. Dann hierauf, gut. Wie ihr seht, er kann diese Stelle anscheinend auch nicht richtig. Sonst wäre er ja schon wieder viel weiter. Okay, jetzt hat er die Stelle echt gut gemacht. Es wird nochmal recht spannend. Gott sei Dank. So. Okay, das ist jetzt... Das hier kann man überleben, genau. Und dann mache ich eben auch nochmal Jump Boost. Gut, haben wir auch geschafft. Ah, das haben wir auch geschafft. Gut, gut, gut. Ja, haben wir auch geschafft. Gut. So. Ah, okay, haben wir auch überlebt. Gut. Jetzt ist das fiese. Ich muss nochmal gucken, ob man hier nochmal höher kann. Also man kann höher, aber ich meine, man kann es auch schon von hier aus schaffen. Obwohl, nee, ich glaube nicht. Ich muss erstmal noch darauf. Ah, okay, so. Das ist nämlich da, wo ich das letzte Mal auch abgesprungen bin. Es gibt natürlich jetzt verschiedene Möglichkeiten, aber man muss jetzt hier vorne im Wasser landen. Ja, man hat eben auch das Pech manchmal, dass man in dieser Seerose landet. Dann ist man natürlich auch wieder tot. Okay, da vorne ist das Ziel, Leute. So, und wenn ich jetzt nicht daneben springe... Komm, 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 komm! Ja!
Wir haben noch gewonnen. Ich glaube es nicht. Yes! Gott sei Dank. So, Nicer Dicer schreiben wir einmal, weil wir sind hier auf dem Bergwerk Lab Servern. Den werde ich natürlich auch unten verlinken. Da schreibt man kein GG, sondern Nicer Dicer. Das war noch mal eine verdammt knappe Runde. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das noch gewinnen. Ich muss mal schauen, wie lange nehmen wir jetzt schon auf. 10 Minuten. Dann schaue ich mal, dass ich noch eine kleine Runde hinten dran hänge. Und dann sehen wir uns gleich in der zweiten Runde. Auf Wiedersehen. Oder eher. Bis gleich. So, willkommen zurück in der zweiten Runde. Ich starte jetzt mal hier gerade in der Lobby, weil jemand hat mich gerade auf meinem Skin gelobt. Wollte ich einmal kurz zeigen. Hier, ich habe einen neuen Skin. Wurde mir von einer Bekannten gemacht. Von dem Blox Unlimited Server. Heißt MC Hasenfuß. Beziehungsweise Hasenfüßchen. Die hat sich da richtig viel Mühe mitgegeben. Und mir ist gerade eingefallen, dass ich die noch gar nicht richtig gezeigt habe. Das heißt, wenn die Runde hier zu Ende ist, zeige ich euch noch einmal den Skin. Da hat mich nämlich gerade der liebe Rob LP draufgebracht, dass ich das ja noch gar nicht gemacht habe. Und so viel Mühe, wie sich Hasenfüßchen damit gegeben hat, muss ich den zumindest einmal gezeigt haben. Puh, der ist gar nicht so schlecht. Aber ich bin ja auch nicht besonders gut hier drin. Wow, okay. So, dann bin ich nämlich hinter ihm. Okay. Ja, er macht das auch auf Nummer safe. So wie ich auch. Einfach sneaken. Dann fällt man nämlich nicht runter. So, das ist jetzt ein fieser Sprung, muss ich sagen. So. Okay. Ich kann zum Beispiel hier diese Stelle überhaupt nicht. So. Wow. Okay. Ich glaube, er bringt mir gerade ein bisschen Glück nicht. Aber er ist verdammt gut in diesem Spiel. Ich glaube, die zweite Runde hier könnte sehr kurz werden. Weil der echt gut ist. Zumindest scheint er diese Map hier gut zu können. So. Ich springe eigentlich immer von oben. Weil ich es bis jetzt immer besser konnte von hier. Genau. Ja, genau. Jetzt hat er auch schon Checkpoint 4 erreicht. Natürlich. So, machen wir jetzt erstmal diesen Checkpoint. Viele gehen jetzt wieder da weiter, aber man kann auch hier rüberspringen. Das ist an sich, finde ich, auch eigentlich immer leichter, weil man hier jetzt einfach so rumsneaken kann. Viele gehen nämlich immer rundherum und das ist, ich finde, ein ganz schöner Umweg. Und das ist ja nicht verboten, hier lang zu springen. Klar, ich glaube nicht, dass das so gedacht ist von dem lieben Map-Ersteller. Aber es tut mir leid, du hast an die... Nein, ich war weiter! Du hast an die Möglichkeit dazu gegeben, hier abzukürzen. So. Aber er scheint da gerade auch seine Probleme zu haben. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So, Checkpoint 4. Ja, er brennt auch. Das ist gut für uns. Und wir werden auch gleich brennen. Ich zünde mich hier immer an. Ja. Und ich lasse immer mich einmal vom Feuer Schaden kriegen und dann springe ich erst. Weil wenn man in der Luft ist und dann diesen Schaden kriegt. So. Okay, Rob. Ich muss mal kurz aufhören zu brennen. Okay. Gut. Diesen Sprung habe ich noch geschafft. Nein, und dann sterbe ich. Mist. Verdammt. Und er ist auch gestorben. Ich hoffe, er ist jetzt nicht wegen mir gestorben. Oh Gott. So. Okay. So. So. Okay, ich brenne nicht mehr. Das ist für mich natürlich gut. Für ihn ist es weniger gut, dass er noch brennt. Okay. So. Dann einmal hier rüber springen. So, das ist jetzt der blödeste Sprung überhaupt. Weil man muss sich jetzt ein bisschen zur Seite bewegen. Aber auch nicht zu sehr gut. Jetzt muss ich aber hier sneaken, sonst falle ich runter. Okay. Und ich habe noch gewonnen. GG. Yes. Nicer Dicer, würde ich mal sagen. Das war noch ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Echt cool gemacht, Rob. Ich schreibe mal. Ist jetzt ein Video. Klar, ich bin keine bekannte YouTuberin. Ich meine, ich habe jetzt gerade mal 40 Abonnenten, aber ich muss es einmal mal schreiben.
bin aber nur klein. Okay, ich hoffe mal, euch hat die Runde gefallen. Mir auf jeden Fall. Und ja, ich fand dieses kleine Kopf-an-Kopf-Rennen sehr lustig. Ja, wenn euch die Runde auch gefallen, lasst doch eine kleine Bewertung da. Und ja, auf Wiedersehen. Tschüss.